Also ich habe jetzt noch im Angebot, plötzlich knallt es, Schrottdiebe im verlassenen Hotel erwischt. Können wir uns vielleicht noch angucken. Psycho greift mich im Lost Place an. Oder Urbex findet angeblich 4 Tote im Lost Place. Dazu könnte ich dann auch noch was erzählen. Dann gucken wir uns ein Reaction vom Reaction-Video von Leon TV an. Das könnten wir vielleicht auch noch machen. Dann können wir ja rein, wa? Was machen wir jetzt für ein Licht? Ein schönes, helles Licht? Nee, warte mal, was wollten wir denn jetzt gucken? Wir gucken erstmal, plötzlich knallt es. Okay, plötzlich knallt es, da bleiben wir nochmal im hellen Bereich. So. Kimis Exploring heißt die. Plötzlich knallt es. Da bin ich mal gespannt. Ah, lecker, lecker, lecker. So, wir gehen rein ins Video. Ey, ich hoffe, das habt ihr gehört. Da ist wer drin. Die klauen bestimmt irgendwas. Die klauen Rohre. Okay. Und ich sitze jetzt hier in dieser Sackgasse. Das haben gerade die Polizei gesehen. Wir fahren. Oh. Das sieht ja schon mal gut aus. Haben wir eigentlich schon mal Kabeldiebe gehabt? Hatten wir schon mal Kabeldiebe gehabt? Doch, genau. Kabeldiebe haben wir auch schon gehabt. Zweimal. Dreimal. Dreimal Kabeldiebe. War bis jetzt immer gut ausgegangen. Und einmal, weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnert, da haben wir mal die Feuerwehr angerufen. Weil die haben wohl das Rohr angesägt und dann, das war diese Galopprennbahn, wo das ganze Wasser daraus geströmt ist, wo ich noch versucht habe, die Hähne zuzuschrauben. Ah, du kennst das Video? Ah, okay. Ist spannend. Ist das spannend? Können wir uns das anschauen? Ja, wir schauen uns das einfach mal an. Oh, das geht 37 Minuten. Wie, haben wir die Zeit noch? Ja, komm her. Zack, rein da. Jetzt einfach mal hinterher und schauen mal, ob wir die noch erwischen. Hier ist so ein Lader, oder? Das liebe ich auch immer so, ne? Morgens, wenn man zum Lost Place fährt, so alles so nebelig. Macht auch Spaß, so durch den Wald so mal ein bisschen durchzuräumen, wenn es nebelig ist. So diestig und so. Immer geile Atmosphäre immer. Okay, also diese Location kenne ich nicht. Nee, sagt mir nichts. War ich noch nicht. Was soll das sein? Ein Hotel. Ah, okay. Sieht schon geil aus. Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich mit meinem Dad zusammen unterwegs. Der. Mit ihrem Papa sogar? Haha, geil. Versteckt sich irgendwo da hinten und schaut schon mal nach einem Eingang. Und er hat gerade gepfiffen. Ich glaube, heute ist es soweit. Und ich zeige euch heute mal, wo wir hier sind. Und zwar sind wir in einem riesigen. Großen, ja, ich denke mal Sanatorium. Wir werden es noch rausfinden. Also, auf geht's. Ja, das sieht gut aus. Muss ich hier drüber steigen? Hier ist so ein Autoreifen.
willst jetzt rein. Ach du. Hält das? Ja. Kannst du nicht mal. So, sag nochmal Hallo. Hallo? Hier. Das ist ja auch geil mit dem Papa los. Kein Knall? Nee, der soll ja noch kommen. Das kommt ja wohl noch. Unser Eingang. Dort drauf getreten. Wir sind drin. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Oh, schön. Das ist aber ein toller Papa, oder? Der mit ihr raus Friedensbruch macht. Toller Papa. Ich glaube, mein Papa, ey, das hätte mein Papa niemals mit mir gemacht. Echt toller Papa. Mein Vater hätte selber noch die Polizei angerufen, hätte mich verschissen. Ja, mein Sohn ist gerade in die Location reingerannt. Okay, aber schon mal riesige Halle. Sieht aber eher aus wie, ja, Hotel, Festsaal. Das sieht natürlich mega geil aus. Wow. Ja, hat schon was, ne? Das ist heftig. Ich zeige euch nochmal das komplette Ausmaß an Dimension hier. Also, ein riesengroßer Saal mit wunderschönen Decken. Also, das ist ja echt der Hammer. Mega geil. Das 1893 erbaute Hotel war eines der berühmtesten Hotels und Kurhäuser und übertraf den bisherigen Bauten in diesem Ort. Nachdem das ursprüngliche Hotel abbrannte, wurde das ehemalige Erholungsheim zum Grand Hotel. Es beherbergte 80 Betten, Kaminzimmer, zwei Speiseräume und eine Bar. In den 1950er Jahren entstand noch ein Anbau mit Verbinder, der als Speisesaal genutzt wurde. In Zukunft soll dort ein modernes Sport- und Gesundheitshotel entstehen. Nach Vorstellungen der Investoren sollen etwa 20 Ferienwohnungen in gehobener Qualität entstehen. Doch inwiefern dies noch umgesetzt werden soll, lässt noch auf sich warten. Also hier unten riecht schon so ein bisschen. Okay, ich suche mir das Video, ich gucke mir das nachher nochmal an. Ich glaube, ich weiß den Namen. Eine kleine Stelle war nicht verpixelt. Das sind Schimmer, ich muss da auch hin. Sieht geil aus, das Gebäude. Hier sind überall so ein paar. Ich denke mal, das ist wie so eine Art Keller. Machen viele auch bei meinen Videos. Sie checken alles durch, gehen da mit der Lupe ran. Da, Stefan, da hast du nicht gepixelt. Und zack, hängt das sofort in meinen Kommentaren drin. Da hast du nicht gepixelt. Ich sitze auch nicht beim Stein mit der Lupe so. Oder? So geht's mir aber auch immer, ne? Oha. Das wird auf jeden Fall spannend. Abschiedsparty im Hexenkeller am 30.07.2004. Das heißt. Richtig fröhlicher Mensch, ne? So, immer am Lächeln. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall um den Dreh irgendwann. Wow, hier ist alles mit Zeitung ausgestattet. Das macht das Ganze natürlich auch so dunkel. Das ist natürlich krass. Ich zeige euch das mal kurz. Hä, was haben die da? Die haben Holzplatten vor den Fenstern gemacht und dann Zeitung dran geklatscht? Ach, hier von der. Ach so, nicht so eine. Hier von den Zeitschriften, ne? Guck mal, das sind alles solche Zeitschriftendinger, ne? Hä, wieso haben die das denn? Wieso haben die sich denn da so viel Mühe gegeben? Hier zu verkaufen, Immobilien. Also es ist auf jeden Fall zu verkaufen, also wer Interesse hat. Hier sieht es jetzt schon ein bisschen eingestürzter aus. Also. Damit keiner reingucken kann. Ja, die Holzplatten, ist ja klar, dass da keiner reingucken kann. Und das, es ging jetzt um die
Es geht ja nicht um die Platten jetzt. Das ist ja klar, dass keiner reingucken und dass keiner reinsteigen kann, also aufbrechen kann. Ich meine jetzt die Zeitschriften. Habt ihr das nicht gesehen? Das waren einzelne Zeitschriften, die sie da rangeklebt haben. Das ist jetzt gerade halt ein bisschen creepy, weil ich hier Geräusche gehört habe. Und es ist hier sehr dunkel. Mein Dad ist halt auch gerade nicht hier, der ist woanders. Da ist ja eine Holzplatte vor gewesen, denke ich mal. Nein, da sind ja Holzplatten, die sind doch schon dunkel. Ich höre hier irgendein Geräusch. Das ah, okay. Gruselig. Alter, das klingt richtig gruselig. Wo ist denn der Vater? Ich höre schon, dass mein Dad kommt. Das ist ja voll gruselig. Wo geht's hier lang? Hier sind ganz viele technische Maschinen. Ich bin hier hinten und ich höre gruselige Geräusche. Guck mal hier, weil okay, war das jetzt der Vater, der die gruseligen Geräusche macht, oder? Da war mal ein Schloss dran, das hat irgendjemand aufgebrochen. Wow. Hä? Hier drin schallt es extrem. Wow. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht ganz anders. Es war der Vater, oder was? Alter, das geht ja immer weiter. Wow, hier ist die Tür zu den Autos draußen. Oh, ist das Fahrstuhl oder Kompressor? Ne, Kompressor für Kühlkammer, denke ich mal, oder? Ne, Klimaanlage, oder? Irgendwelche, ich denke mal Kühlung für Kühlkammer oder Klimaanlage. Was da für eine Technik hinter, die ist auch schon alte Technik, ne? Belüftungsanlage ist das. Ah. Mega. Ach so, okay, dann ist das Belüftungsanlage. Echt, Daniel hat die Location gefunden. Schick mal. Daniel, schick mal WhatsApp. Schick mal her. Da sind wieder meine gelben Fliesen. Haha! Oh. Oh, wow, hast du einen neuen Sitzplatz gefunden? Ja, sehr gut. Oh. Oh, hier schallt es extrem. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Die Musik passt aber auch zu, ne? Immer so ganz gruselig. Oh, hast du schon geguckt, wo es die Treppe hier hochgeht? Die hier? Dass jederzeit was passiert. Mal gucken. Da will ich jetzt auch rein, ja. Yes. Hä, was ist das denn? Ein Pinsel, ja. Ach so. Oh, sind das Wäschesäcke? Tatsache, Daniel hat mir jetzt echt... Hast du mir wirklich die Location geschickt? Tatsache, er hat's gefunden. Naja, das stand ja auch auf dem ersten Bild drauf, glaube ich, ne? Was sie gezeigt hatte. Oh, das kommt schon 1893, erbaute Hotel. Bla 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 bla. Bereits ein Jahr später wurde das Ergänzungsbau errichtet. Ach Mensch, Opa. Nach einem Feuer 1943 brannte das Hotel vollständig nieder und wurde nicht wieder aufgebaut. Nach 1945 führte ein Hotel mit 80 Betten, Kaminzimmer 2. Ach, das ist der Text, den sie auch vorgelesen hat. Ah, okay. Ja, hier steht ja auch, ne? 2 Kaminzimmer. 2 Speiseräume, 80 Betten. Ah, okay.
19.50 Uhr. Geil. Wir haben es gefunden. Ja, okay. Dann heißt es jetzt Sachen packen und los, ne? Ab zur Location. Dann wollen wir mal gucken, was noch weiter passiert. Bin mal gespannt, die Kabeldiebe da. Boah. Hier, Big Packs. Für Asbest eigentlich immer. Ja. Aua. Wow, mega. Oh, was ist das? Ah, okay. Das ist eine Heizung. Das ist die Heizungsruhe. Danke, Daniel. Deutsche Demokratische Republik. Die Decke sieht mal wieder mega aus mit der abblätternden Farbe. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man hier nicht. Oh, da vorne sehe ich schon was. Oh, hier ist die Küche. Weiße Fliesen. Mann. Definitiv mal die Küchen. Ah ja, genau. Das ist der Raum, wo wir am Anfang drin sind. Oh, die macht das aber spannend so mit der Musik und so, ne? Man denkt jetzt immer, irgendwo kommen jetzt gleich die Kabeldiebe oder so, ne? Wow. Das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Das sieht ja wunderschön aus. Ja. Super, mega schön. Wow. Jetzt wieder in diesem großen Flur, wo wir am Anfang waren. Alien, das war wieder klar. Ich meine, du bist doch auch ein Urbexer, oder? Du bist doch auch auf dem Location und du weißt doch ganz genau, dass wir hier keine Location hier posten, oder? Aber nein, Alien muss hier wieder ein... Nein, ein Scherz, aber... Wir versuchen jetzt einfach mal rüber ins eigentliche Hauptpost zu kommen. Ja, hier können wir natürlich perfekt gesehen werden. Da Overnight machen mit Felix? Nee, schockt doch nicht. Ist doch nix. Angucken als Location, aber Overnight, ach. Ich bin jetzt einfach mal froh und mutig, dass wir jetzt nicht gesehen werden. Ja. Ja, also hier. Oh. Ich glaube, da müssen wir uns noch einen anderen Weg reinsuchen. Das wird wohl nichts. Oh, da haben sie zugemauert, ja. Scheiße. Da kannst du nach einem halben Jahr nochmal schauen dann. Da ist ja bestimmt ein Loch drin. Irgendjemand macht das bestimmt auf da. Zugemauert. Na super. Das kennen wir ja schon. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus und schauen einfach mal, ob wir einen anderen Weg rein ins Gebäude finden. Oh, guck mal, die Tür extra schon mit Winkel zugemacht da. Hier. Na, vorsichtig, ne? Hau dir keine Scherbe ins Knie. Das ist ein fröhlicher Mensch. Die finde ich cool so. Ich müsste auch viel, viel mal lachen. Ich gucke mal richtig böse in meinen Videos. André! Ist auch noch am Start. Beeilung. Auto. Scheint sich aber auch keiner mehr zu kümmern da, weil rechts die ganzen Bäume, wahrscheinlich vom Sturm oder so, ne, Bauzaun da, liegt da. Ach du Kacke, wo soll man hier reinkommen? Oh, da bellt jemand. Boah, ist echt groß das Ding, ne? Wahnsinn. Hä? Scheiße. Da kommt jemand. Der dreht ihn nicht bewegen. Das ist ein Fahrradfahrer, oder? Ey, ich hoffe, das habt ihr gehört. Dann auf. Jetzt wird spannend. Okay, ich muss noch mal ganz kurz. Ich dachte, da kommt jetzt ein Fahrradfahrer und das war die Klingel. Warte mal eben ganz kurz. Muss noch mal ein bisschen zurückspulen.
Nichts verraten, wer das schon gesehen hat. Nichts verraten. Ah, okay. Ey, ich hoffe, das habt ihr gehört. Ja, das war im Gebäude. Da hat jemand was fallen lassen. Das wäre drin. Nichts verraten, die das Video schon sehen, gesehen haben. Mal fragen, wer da drin ist. Ey. Das hört sich ja nett, wenn jemand was kaputt macht. Ich hoffe, ihr hört das. Ey, auf hier rein. Okay, ja. Wir müssen jetzt einen Weg reinfinden. Ich will wissen, wer da drin ist. Ich würde sagen, wir probieren es. Ja, gut, Daniel. Es gibt für ein Dings gibt es immer Eigentümer. Muss ja irgendjemand muss es ja gehören. Entweder der Stadt oder irgendein Eigentümer. Aber ich meine jetzt, dass der Eigentümer sich wahrscheinlich gar nicht mehr drum kümmert. Der Eigentümer steht im ersten Link, wo dieser geschickt hat, ganz unten. Ja. Ey. Oha. Alter, das hörst du ja bis nach draußen, wa? Da sind mehrere Leute drin. Ey, dir ist sozusagen nett, wenn die was kaputt machen, oder? Krass. Aber du kannst noch jemanden gehen, ey. Dann lass uns da runterklettern. Was ist Aufregung? Die wollen da jetzt tatsächlich noch rein, wo Geräusche waren? Was ist denn, wenn der Besitzer da rumläuft oder so? Die sind aber mutig, ey. Respekt. Na ja, gut, der Papa ist ja dabei. Ja. Aber ey, so ein freundliches Gesicht, ne? Du hast ihn doch am Lachen. Safe gehört. Ey, die machen da drum was kaputt. Ey, die sind so laut. Schön den Weg merken, grinst Stefan. Hier ist ein Fenster. Ich glaube, ich habe unseren Eingang gefunden. Oh. Also im Reinklettern bin ich nicht so gut. Das ist übrigens die gleiche Musik, die wir eben auch gehört haben bei Avenger Buddies Video, ne? Bei dem Kreiskrankenhaus. Genau die gleiche Musik. Ist euch das gerade aufgefallen? Geht's? Oh, hat er sich jetzt auch verletzt? Auch eine Scherbe? Aber die haben nichts gesagt, die haben nur was. Als wenn ihr einmal was abbaut und klaut. Oh nein, mach mir keine Angst. Ja, kann sein. Hast du dein Messer? Scheiße. Leute, auf geht's. Echt ganz schön mutig. Also echt Respekt, dass die da jetzt reingehen. Richtig neugierig gerade so, ne? Jetzt ein bisschen leise, weil ich kann jetzt nicht so viel mit euch reden, Leute. Aber ich glaube, ich hätte es auch gemacht. Habt ihr das gehört? Oh, oh. Da stehen aber auch Autos draußen. Wenn es die Besitzer sind, dann sagen wir einfach Hallo. Hallo, ich bin's. Die ist ja geil. Dann sagen wir einfach Hallo. Das ist immer dieses Prickeln, ne? Man weiß nicht, was da ist, ne? Ist das Handwerker? Sind das wirklich Kabeldiebe oder der Besitzer, der gerade nur was rausholt oder so, ne? Das ist immer spannend. Ich finde das auch mal geil, so am Tage, dass es nicht immer in der Nacht passiert. Scheiße, Leute. Die klauen bestimmt irgendwas. Die klauen Rohre. Oh mein Gott, die klauen Rohre, Leute. Boah, wie laut die sind. Ist es schlau, jetzt erwischt zu werden von denen? Nee. Ich glaube, Kupferrohre. Fuck, was machen wir jetzt? Gute Frage.
Wir können nicht mehr raus. Die sind jetzt im Eingangsbereich. Waren die da nicht vorhin schon mal in diesem Raum? Ah, guck mal. Ich würde nicht unbedingt auf Konfrontation. Sondern Leute sind meistens bewaffnet und die schlagen uns kaum. Ah, Sackgasse. Wir sind halt auch genau geil in der Sackgasse, Leute. Scheiße. Die sind bestimmt in einem anderen, ne? Scheiße. Lässt die Tochter alleine da sitzen und er geht weg? Oh mein Gott. Dafür mal einen Daumen nach oben, oder? Ja, Daumen auf jeden Fall nach oben für deinen Papa. Boah, habt ihr gehört? Sowas von safe am Clown. Die sind bestimmt irgendwo im Keller, oder? Ah. Oh. Geil, sie sitzt da und der Vater. Wenn jetzt wer kommt, kann ich nicht weg. Boah, Alter. Ja, da muss man aber echt aufpassen. Du weißt nie, wie die Leute drauf sind, ne? Alter, das ist ja richtig spannend, ey. Ich hab sie schon Gänsehaut. War? Los, geh weiter. Geh weiter rein. Los. Ja, trau dich. Boah, Alter. Oh, pass bloß auf, ey. Pass bloß auf, ey. Dann sag ich doch, die sind im Keller, ne? Alter, wie krass manche Leute drauf sind, ne? So einfach ins Haus reingehen, ein paar Rohre abbauen und so, ne? Immer verblüffend. Pass auf, ey, pass auf. Ah, riskier nicht so viel, du. Das hört sich so an, ob die so ganz lustig so, la la la, wir bauen ein paar Rohre ab, la la la, oder? Hört ihr das auch, dass sie so singen, so fröhlich sind da unten, oder? Ist die Frage, wo sind die jetzt? Sind die also da unten in diesem Schacht da oder oben? Das kann man jetzt schlecht hören. Boah. Boah, mir ist schlecht gerade. Das
dass sie aber keine Angst hat. Hast du mit denen gesprochen? Scheiße. Okay, wir gehen jetzt los. Was? Wir haben noch irgendwelche Rohre. Wir gehen erstmal nach hinten. Okay. Erkunden erstmal die andere Hälfte, ob ich ohne Frau bin. Okay. Das muss nichts heißen. Vielleicht sind das ja auch die Besitzer, die hier alles besser auf Vordermann bringen. Leute, auf jeden Fall, hier vorne kommt was Geiles. Ey, wie geil die drauf ist, ne? Mein Vater läuft da eben hin, guckt, ob das Kabeltiefe sind. Und dann gehen sie raus und sieht auch, ja, guck mal hier, aber geil, die Wand. Ich glaube, ich habe das mal auch, in irgendeinem Video habe ich das auch mal gemacht. Da hat mich das dann auch nicht mehr gestört und ich habe einfach weiter die Location so gefilmt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Was? Habe ich nicht verstanden. Boah, das geht noch. Boah, das geht noch so lange, das Video. Was hat da Höre gemacht? Das Interessante ist halt safe oben. Dass sie irgendwie der E-Brunnen hat. Hat er uns so gemacht? Ja, warum? Weil die Füllung drogen sind. Keine Ahnung. Oh, scheiße, Leute. Okay. Papa. Wollen wir. Scheiße. Nee, aber ich will ja unbedingt. Aber wir können noch nicht fahren. Wir müssen. Wir können auf keinen Fall mit denen uns da auseinandersetzen. Wenn die hier im Clown sind, nehmen die uns das Wort als weg. Das habe ich auch schon gesagt. Machen wir Kraft, die reißen noch was raus. Leute, was würdet ihr an unserer Stelle machen? Schreibt es in die Kommentare. Die rennen noch weiter beobachten. Dann lass uns ab. Weiter beobachten. Finden die jetzt das Fenster nicht, wo die eingestiegen sind? Oder was haben die jetzt? Die wollen auch raus, oder nicht? Habe ich das richtig verstanden? Boah, ich hab Schluck auf. Scheiße, hier war das auch nicht. Ist ein bisschen klein, ein bisschen zu lang gezogen, ne? Also jetzt. Ich weiß nicht, wo es rausgeht. Ist aber halt eben spannend, sehr spannend. Jetzt finden sie den Ausgang nicht, ja? Oh, Leute. Ich krieg kurz Panik. Doch, hier war richtig. Ah, da steht der Hocker. Leute, wir verschwinden jetzt erstmal. Also direkt hinter uns. Da irgendwo. Da sind die. Wir gehen jetzt hier einfach ganz sneaky peaky die Straßentreppe runter. Und warten einfach im Auto ab. Wir stehen ja direkt da. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen einfach die weiteren Etagen noch sehen. Das ist einfach ein Muss. Leute, die sind hier irgendwo. Ey, Leute. Das Ding ist, wenn die halt auch die Kamera sehen. Hörst du das bis hier runter? Bis hier runter hört man das. So viel ist scheiße. Ja, Leute. Wir müssen jetzt einfach abwarten. Leute, also wir gehen jetzt nochmal zum Auto. Warten da jetzt erstmal eine Weile. Und wir melden uns dann später nochmal bei euch, wenn wir noch einen Angriff wagen. Nachdem wir zum Auto gegangen sind, hatten wir noch länger überlegt, was wir nun machen. Doch schließlich wurde uns die Entscheidung abgenommen, als auf einmal rechts neben uns die Polizei langgefahren ist. Wir haben gerade die Polizei gesehen, weil wir sind jetzt hier immer noch im Auto und überlegen. Wir fahren jetzt einfach mal hinterher und schauen mal, ob wir die noch erwischen. Selbst wenn es Randalierer sind, das ist auch zum Kotzen, die können sie mal schön an den Arsch bringen. Absolut, selbst wenn es Vandalen sind, die können sie mal richtig schön. Ach so, okay, also die haben jetzt nicht die Polizei angerufen, die sind entgegengekommen oder was? Die fahren jetzt zur Location wahrscheinlich hin oder was? Hat vielleicht der Nachbar schon ein Geräusch gehört und hat jemand vielleicht
schon die Polizei eingeschaltet war? Man sieht halt auch nicht so, ja, logisch. Oh, was war das denn? Fensterscheibe? Tja, die finden wir bestimmt nicht mehr jetzt. Nee, hier ist keiner. Scheiße. Ja, wir hätten schneller reagieren müssen, aber... Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir das jetzt lassen, lieber. Und dass wir morgen nochmal hinfahren. Das ist zum Glück bei uns in der Nähe. Ich melde mich dann morgen nochmal bei euch, ja? Ah, okay. Oh, ist ja echt spannend, wie die das da macht, ne? Also Polizei ist wohl doch nicht hingefahren. Und jetzt wollen sie am nächsten Tag dann nochmal hin. Ui, die macht das aber spannend, ey. Ja, dann kommen wir nochmal weiter rein, ne? Ich bin mal also gespannt. Leute, wir sind tatsächlich eben noch einem Einsatzfahrzeug von der Polizei begegnet, die zufällig noch gewendet haben. Ich habe leider nicht schnell genug die Kamera eingeschaltet, also als dass sie jetzt was sagen konnten. Aber ja, wir haben die dann angesprochen, ob die da bitte nochmal gucken können, weil da, wir haben gesagt, wir sind vorne lang gegangen, da ist ziemlich Randale und da wird irgendwas rausgerissen. Also die gucken auf jeden Fall jetzt nochmal nach. Wenn man das mitkriegt, kann man es melden. Das haben wir jetzt gemacht und ich hoffe, dass sie dann jetzt auch dran gekriegt werden. Nur mal so zur Information. Wir fahren morgen trotzdem nochmal hin und gucken, was denn da nochmal los ist und ja, bis dann. Schade, das hätte ich natürlich gesehen, wie die Polizei dann dahin fährt. Okay, ist das der nächste Tag? Wie versprochen, ist ein Tag später jetzt und wir sind wieder da. Hoffentlich alleine diesmal. Vor allem wollen wir mal gucken, ob halt jetzt alles noch offen ist, weil wir haben ja eigentlich gestern die Polizei informiert. Nicht, dass sie alles zugemacht haben. Mal kurz horchen. Naja, jetzt wird ja wahrscheinlich keiner mehr da sein, ne? Heute ist ruhig. Heute ist ruhig. Also Leute, es ist auf jeden Fall noch offen. Wie wunderschön. Das ist genau dieses. Übrigens habe ich herausgefunden, dass es ein Hotel ist. Das ist genau dieses Hotel. Mega. Und hier sind auch noch weitere Zeichnungen vom Haus. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt da auch in diesen Keller gehen. Mal gucken, ob man da was entdeckt. Also, das wäre jetzt mein. Also, wenn ich da jetzt nochmal reingehen würde, würde ich sofort in den Keller gehen und gucken, oder? Super schön. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist doch mal was anderes als einfach nur eine langweilige Tapete. Sehr schön. Das Fenster war gestern auch noch zu. Okay, also schaut euch erstmal die geilen Geländen. Hier, das ist Gelände. Ich bin sehr gespannt, Leute. Okay, die gehen jetzt da oben. Hier ist alles Kabel. Ah, okay, da sieht man schon, haben sie Kabel geschält. Hier ist alles kaputt. Fenster ist offen. Vielleicht haben die wirklich nur randaliert. Na, randalieren hört sich ganz anders an. Ich glaube, die haben, das hat man ja gehört, die Kupferrohre, ne? Die haben sie ja abgebaut und hingelegt und sowas. Also randaliert nicht. Das hört sich, glaube ich, ganz anders an. Boah, jetzt ist auch noch eine Tür zu, ey. Das macht mich schon mal nervös. Bah! Achso, habe ich euch erschreckt? Hier auf der Etage sind die gestern rumgelaufen. Wow. Papa? Ich glaube, ich habe gefunden, wo sie sich ausgetobt haben. Komm mal her. Also hier liegt eine Menge Scheiß. Vielleicht haben sie sich hier ausgetobt. Das habe ich drüben eben auch noch gesehen. Die haben die Fußböden noch rausgerissen. Aber was war da drunter? Das Auto?
Pass auf, drück die Nägel. Oh, ja, Leute. Ja, da, die haben unter der Heizung. Hier. Guck mal da rein. Unter der Heizung haben die die Dinger rausgerissen. Alter. Leute. Ja, passt auf. Guckt euch das an. Wir haben die ganzen Böden rausgerissen. Aber was haben die denn da rausgerissen? Weil die Heizungsleitungen oder so, die sind ja aus Metall und nicht aus Kupfer. Was haben die denn da rausgerissen? Was ist denn da so Wertvolles drinne? Das frage ich mich jetzt gerade, oder? Haben die da einen Schatz gesucht? Ja, aber ernsthaft jetzt mal, oder? Was haben die denn? Kabel? Ja, aber deswegen da die ganzen Dings? WLAN-Kabel, ja. Ha, 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 ha. Aber jetzt mal ohne Scherz, oder? Geld ist Geld. Ja, aber dann würden sie ja auch die Heizungs... Dann hätten sie ja schon die Rohrleitung ja auch schon abgebaut von der Heizung. Die sind ja alle noch dran. Oder selbst die Heizungdinger würde ich ja abschrauben. Ist ja auch Metallschrott. Aber die suchen ja erstmal das, was richtig Kohle bringt. Und das ist Kupfer. Aber welche Kupferleitung? Wasserleitung, ne? Wasserleitungen sind ja aus Kupfer, glaube ich. Die gehen ja da lang. Ja, aber Metall vielleicht. Aber was ist denn da drunter? Unter dem Holzfußboden? Da geht ja nichts lang. Das frage ich mich doch gerade, oder? Hä? Alles, was unter der Heizung ist, was ist da? Die Heizungsrohre sind auch ab. Die Heizung... Ey, Leute, die haben wirklich geklaut gestern. Ja, die Heizkörper abgerissen. Tatsächlich. Die würden die Heizkörper klauen. Also Stahl, Schrott. Stahlschrott, ja. Ey, überlegt mal, die haben die ganzen Fußböden rausgerissen. Hier nicht. Hier sind sie wahrscheinlich von der Polizei gestoppt worden in den Räumen hier. Hier ist alles schon abgeschraubt an den. Also, ja, also, ich denke mal, die Heizung und so wollten sie dann zum Schuss abbauen, ne? Alles klar, Urbex-Menden, gute Nacht. Oder was sagt ihr? Also, komisch ist das schon, oder? Ich muss den Chat, glaube ich, mal ein bisschen so. So machen, dann kann man den von unten auch lesen. Ist schon sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Wirklich nicht eventuell die Eigentümer, die hier schon was gemacht haben, sondern es waren wirklich diese Schrottdiebe. Dann bin ich eigentlich relativ froh, dass wir wirklich nicht hochgegangen sind. Weil die haben die ganzen Böden rausgerissen. Wir gehen jetzt gerade nochmal in so einen Raum rein. Boah. Also, ja. Ja, also da vielleicht Lüftung oder sowas? Nee, aber da sieht man schon, da haben sie die Heizung auf jeden Fall abgebaut. Also irgendwelche Rohrleitungen müssen die da rausgenommen haben. Ob da jetzt wirklich Kupferleitungen waren? Macht für mich auch keinen Sinn, weil guck mal, die Heizungsleitung, die gehen ja alle da oben lang. Das kann ja sein, dass sie damals, also von früher noch, die Kupferleitung und so alles da liegen, die alten Leitungen, ne, dass die da lagen oder so. Unter den Holzböden haben die Leute damals im Krieg gerne Wertsachen versteckt. Aber da kannst du mir nicht erzählen, dass sie da, die haben genau die Bretter da an der Heizung immer aufgerissen. Kannst du mir nicht sagen, dass sie die ganzen Bretter da aufmachen, nur um da Wertschätze zu suchen? Das glaube ich nicht. Ein Versteck für Bargeld, aber da die. Das glaube ich nicht. Wir haben alles rausgerissen. Und hier liegt das ganze Kram. Ja, also. Wissen wir Bescheid. Ja, also hier haben sie richtig losgelegt. Ja. Also ich vermute mal alte Leitungen, die da gelegen haben. Vielleicht war da so ein Kabelschacht und ein Rohrleitungsschacht, wo die Kupferrohre lang ging, das ganze Kabel. Und die haben das ja, irgendwann haben die das Hotel ja saniert. Man sieht's ja, das sind ja etwas neuere Heizungen. Ne, guck mal, die Rohrleitungen sind ja nach rechts und nach oben und unten. Die haben sie ja zusätzlich mal irgendwann gebaut, ne? Das sieht man ja.
Rechts ist die Rohrleitung, die geht ja komplett dann runter in den Keller. Das sind die neuen Leitungen. Und die alten waren bestimmt unter dem Holzfußboden. Weil damals konnten sie ja verstecken. Aber in der neuen, also wo sie es saniert haben oder erneuert haben, da konnten sie ja nicht den Boden aufreißen. Das wäre ja viel zu teuer gewesen. Deswegen haben sie einfach zwei Löcher in den Boden gemacht und die Heizungsleitung nach oben und unten, die Rohre gemacht. Deswegen auch die Anschlüsse da. Und immer, und, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Immerhin, die Lampe hängt noch. Also hier haben sie wirklich, also hier waren die richtig fleißig, ne? Mal guck mal, wie viel die da weggenommen haben. Ist die Frage, ob das wirklich auch... Tja, die Schrottleute waren, ob das wirklich die Schrottleute auch waren. Und später Stahl verzinkt. Ja, Fußbodenheizung gab es früher. Ja, das glaube ich nicht. Da lag keine Fußbodenheizung. Da wären ja keine Heizung da oben. Das kann ja nicht angehen. Da kann ja keine Fußbodenheizung sein. Das ist schon krass. Außerdem, zu der Zeit gab es ja früher keine Fußbodenheizung. Ja. So würden sie ja die Heizung nicht an der Wand bauen. Auf jeden Fall noch höher. Also das hier sieht nach natürlichem Verfall aus. Auf jeden Fall Schrottdiebe. Die haben Messing geklaut. Ja. Kann auch eine Baufirma gewesen sein. Kann alles möglich sein. Guck dir mal die Toilette an. Da haben sie auch alles aufgehoben. Oh. Und haben die Messing-Einsätze von der Stadt. Also Toilette, da geht auf jeden Fall Kupfer lang. Ja, da gehen Kupferrohre lang. Also das kann ich mir ganz gut. Also ich kann mir ganz gut vorstellen. Vielleicht geht ja von der Toilette, vielleicht haben sie es ja damals auch durchgeschoben. Aber da gehen auf jeden Fall Kupferrohre lang. Leute, schaut euch das an. Das ist ja so wie in einem Hotel, was ich mal vor kurzer Zeit auf meinem YouTube-Kanal hatte oder hab. Da habt ihr das auch gesehen. Da haben die ganzen Badezimmer, sämtliche Badezimmer, immer diese Wand eingestemmt, um an diese Kupferrohre ranzukommen. Hammer, oder? Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen, mitten am Tag so. Da gehen so 4, 5 Leute rein, stemmen die Wände aus. Holen die Rohrleitung raus und das kriegt keine Sau mit, so, ne? Alles aufgebrochen und aufgehängt. Hammer, oder? Von der alten Heizkörpern, die Thermostate, die Messingventile alle geklaut. Die sind alle weg, ja. Ah, die Messing, ja, gibt's auch Kohle, ne? Und hier ist noch Bettenhalterung. Ja, hoffentlich haben sie die gestern erwischt. Wow, die Fenster sind sehr schön. Guck mal, die haben überall die Dinger abgeschraubt, ne? Schön. Ja. Ja, alles ab da hinten, da. Da sieht man, da fehlt es. Oh Mann. Ich bin doch ganz froh, dass wir nicht hochgegangen sind. Ey, hier haben sie auch alles rausgerissen, Leute. Also. Kupfer ist auch wert. Ja, natürlich ist Kupfer. Kupfer ist das teuerste Metall. Mit Zink. Oder nee, Zink. Ich glaube, Zink ist auch richtig teuer, glaube ich, ne? Geworden. Da kommt Metall. Ja, ja auch. Also alles. Die meisten Räume hier sind zwar Zinn, leer, aber... Nicht Zink. Zinn. Zink? Was? Zink? Zinn? Was ist das? Oh, hä? Was haben die da denn gemacht? Das sah im ersten Moment aus wie ein Spiegel. Warum tritt man hier ein Loch rein, Leute? Warum? Hä? Aber da siehst du mal, wie dünn die Wände waren, ne? So früher im Hotel. Ich verstehe die Intention. Dass sie jeden gehört. Letztens haben sie die wunderschönen Lampen hängen gelassen. Okay, ich glaube, das war's wohl vom Video, oder? Nee, oh, das geht immer noch. Puh. Was kommt denn da noch alles? So. Aber ich würde sagen, vorletzte Etage. Ja, hier haben sie auch ordentlich was abgebaut. Da siehst du das ja, ne? Ja, überall immer. Peter Gärtner schreibt gerade, die Einwohner denken wahrscheinlich... Die Einwohner denken wahrscheinlich, das wären Handwerker. Ja, kann auch sein, ne? Richtig. Oh, krass. Oh. Hier ist schon ziemlich feucht.
Das ist ein süßer kleiner Raum. Putzig. So. Ja, ansonsten alles leere Räume. Nicht unbedingt. Was super Spannendes. Boah, was ist das denn für eine Einblendung? Okay. Hier ist auch ein Loch in der Wand. Ist das vielleicht... Hä? So ein versteckter Raum? Ich ja, fünf Loch. Da ist doch ein... Ja, weiter. Hm. Ja, schade. Ja, hätte man jetzt... Ist das wirklich ein versteckter Raum oder kann man von da auch noch rein? Nee, da war doch... Im Flur war da auch noch eine Tür nach geradeaus. Nee, ich glaube, du kommst auch rein. Komisch. Vielleicht war das ja für die einfacher. Oder vielleicht war die Tür abgeschlossen und dann haben sie da im Loch reingehauen. Komisch. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. Und gehen... Ja, siehst ja, da sind die Türen ja offen da. Vielleicht war die ja damals abgeschlossen und dann haben sie einfach eine Wand... In die letzte Etage. Ein Loch reingehauen da. Schauen wir mal. Aber ich gehe mal davon aus... Es wird ungefähr genauso aussehen. Ob wir hier weitergehen? Ja, das ist eine Tür. Das sieht komisch aus. Schaut euch das an. Also hier waren sie tatsächlich auch. Auch, genau das gleiche. Schon zugange. Ah, hier oben? Ah, das Gebäude steht unter Denkmalschutz, hat Daniel gerade geschrieben. Dann dürfen sie es ja auch gar nicht abreißen. Sieht schon cool aus. Das ist so wie ein Dachboden. Oh, das ging jetzt aber tief nach unten. Ich will doch hier wohnen, ja. Wieso? Du guck, wie viele Zigaretten hier liegen und fressen und Zeug alles. Oh, nicht, guck mal. Dass wir jemanden noch wecken. Oh, die Zigaretten sind ja schon Asbach uralt. HB. Ja, kennt ihr noch die HB-Werbung? HB-Männchen? Oh, achso. Alter, kriegst du ja mal einen Schrecken, du, ey. Mann. Ich frag mich. Das ist aber ein bisschen komisch geschnitten. Wo das hinführt. Weil nach ganz unten scheint es nicht zu führen. Oh, wow. Das ist auf jeden Fall tief. Krass. Dann gehen wir mal runter und gucken mal, bis wohin es geht, oder? Geht's nach links. Schauen wir mal. Achso, einfach nur eine Toilette. Ohne Kaffee. Ja, ich trinke meinen Kaffee. Oh, guck mal noch diese altmodischen Spülmechanismen. Voll geil. Wundert mich aber, dass du noch nicht da warst. Ich kann ja nicht überall sein. Gibt keinen Keller, nein? Nee. Ist vorbei dann. Okay. Ich glaube, das gibt noch viele Lost Places, die ich in Deutschland noch nicht abgegrast habe. Aha. Aber wir sind jetzt trotzdem nicht ganz unten. Nee. Es geht noch mal eins runter. Also geht es nur für zur Etage. Boah, wie lange geht das denn noch? Wir sind jetzt im ersten. Genau, ja. So. Dann gehen wir wieder runter. Ja, wir haben eigentlich alles gesehen. Im Keller gibt es hier leider nicht. Ja, und hier unten ist der Eingangsbereich gewesen. Die große Tür, die haben wir auch noch gar nicht so richtig. Wow, ich sehe da vorne noch was. Das war der Eingangsbereich. Ist das heute ein Zufall oder so? Erst gucken wir das Video von Jules, wo sie im Krankenhaus war. Da lag auch Holz in diesem einen Raum, ne? Und jetzt in dem Video auch wieder Holz, oder? Das ist auch wieder so komisch, oder? Ja, Zufall, oder? Guck mal. Hä? In beiden Videos gerade. Ah, hier haben sie auch schon die Heizung abgerissen. Wow, das ist mal eine Toilette mit einem wunderschönen Glas. Oh. So eine Aussicht hat man doch gerne. Okay. Ja. Sagt sie noch was?
Okay, bisher kommt noch was. Das ist auch so dieser typische Harz-Flair wieder so, ne? Diese Häuser. Ich hätte jetzt auch immer gesagt, dass es ein Sanatorium ist. Guck mal, Blumenkasten hängt auch schon auf 7:30. Achso, da steht es ja auch drauf. Hotel, Garni und Bierbar. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das Hotel jetzt doch noch erkunden können. Das ist wirklich ein mega Objekt. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Und ich hoffe, wir... Guck mal, da steht noch ein Motorrad. Und... Da steht ein Motorrad vor dem Zaun. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Ja, okay. War sehr spannend. Gruselhaut pur. Aber ich dachte, die würden wirklich die Kabeldiebe sehen. Achso, Leute, hier. Hier, ich lasse noch einen Daumen da. So. Ach nee, guck mal, wie sie abonniert hat. Den Leon TV. Zäh. Gib sofort wieder einen Daumen runter. Nein, nein. Alles gut, alles gut. Sehr sympathisch, ja. Uah. Oh, wie spät haben wir das denn? 1 Uhr? Eieieiei. Boah.